Hallöchen und willkommen zurück zu einer weiteren Folge Let's Play Clash of Clans mit mir, den Thomas von PlayerGaddon, und ein Gast ist heute auch dabei. Ja, genau, der Lenny Games. Ja, habt ihr ja schon öfters auf dem Kanal gesehen. In der heutigen Folge wollten wir über mögliche Update-Ideen sprechen, aber davor wollten wir noch etwas zum alten Update sagen. Genau, ja, ihr seht es ja hier auch schon in unseren Festungen. Der Luftfeger, auch auf Englisch Air Reaper, meiner geht gerade auf Level 4 und deiner? Auch. Ja. Also ich habe jetzt einfach mal gesagt, dass ich den auf Level 4 upgrade. Bisher habe ich von ein paar High-Level-Spielern gehört, dass sie finden, dass der Air-Sweeper noch nicht so viel bringt. Aber ich werde das Ganze auch nochmal ausprobieren. Und ja, also der Air-Sweeper kam ja, was kam noch? Also dann kamen halt noch so ein paar kleinere Sachen. Zum Beispiel wurde das Design ein bisschen verändert. Ja. Auch wenn du auf die Einzelspieler-Mission gehst, die Rathäuser wurden ein bisschen verändert, ja, genau, von den Kobolden. Ja. Diese Clan-Lesezeichen. Ja. Und im Klammer, wenn du halt angreifen willst. Was auch witzig ist hier, wenn man bei Einstellungen auf Neues geht, da siehst du ja dann irgendwie die neue Truppen-Sonderereignisse und irgendwie Ballonparade. Ich weiß nicht, was das jetzt zu bedeuten hat. Du kannst ja jetzt irgendwie auch Drachen oder wie war das? Ballons und Schweine oder? Genau, für die Hälfte und die Hälfte der Zeit. Also die Kosten genau. Wurden halbiert und die Zeit. Genau, also ihr könnt jetzt hier halt die Truppen sozusagen besser ausbilden. Also wer das machen will, vielleicht ist ja auch eine neue Strategie, die sie damit uns ankündigen wollten. Aber das ist auch erstmal gar nicht Thema, das alte Update. Sondern wir wollen ja über kommende Updates, Ideen, sage ich mal, sprechen. Und wenn ihr da Ideen habt, schreibt uns die gerne in die Kommentare. Wir lesen uns das durch. Ich würde sagen, du kannst gerne mit der ersten Update-Idee anfangen. Ja, also ich hatte die hellseherische Idee, dass Supercell eventuell mal bald, wenn man zwei Stunden einen Boost reinschickt, eventuell mal den Pausenknopf einfügen kann. Also wenn man vor einer Wartungspause geboostet hat, ist es ja so, dass der Boost halt pausiert wird. Dann kann man auf den Weiterknopf drücken und dann geht's weiter. Und das sollten die auch einführen, ohne dass man vor der Wartungspause geboostet hat. Ja, finde ich, ist eine gute Idee. Mir geht's auch oftmals so, dass ich irgendwie einen Boost reinmache und dann nach einer Stunde schon gar keinen Bock mehr habe oder auch einfach gar keine Zeit mehr. Oder und, Loot scheiße ist. Ja, genau. 40 Juwelen ist ja dann schon eine Stange. Und was mir auch außerdem zu diesen Boosts eingefallen ist, ich finde, sie hätten mal nach dem Update wieder so einen Gem-Boost reinbringen können. Boah, das wäre eigentlich mega geil gewesen. Das letzte Mal gab es ja an Weihnachten, ne? Ja, weil der Loot war jetzt ja hier schon wieder richtig gut. Also war bei mir so, ich kann ja die Angriffe jetzt leider nicht mehr zeigen. Ich hatte irgendwie gestern oder vorgestern war das, da hatte ich irgendwie pro Angriff 300.000 Gold, 300.000 Elixier und noch mehr. Ja, das hat Supercell jetzt nach dem letzten Update ja geregelt. Ja, genau, auch ein neues Loot-System. Und ja, also meine Idee war, was auch schon bestimmt viele, wo schon viele dran gedacht haben, ist ein neuer Held, beispielsweise der Kobold-King oder wie man es dann auch immer nennen würde. Und ja, was sagst du dazu? Ich wurde gerade etwas gestört und ja. Was hast du nochmal gesagt? Also zu welchem Thema? Ja, zum neuen Helden, also zum Kobold-King. Ah ja, also ich glaube nicht, dass er rauskommen wird, denn das wird das ganze Gleichgewicht ins COC auseinanderbringen und dann müssten die ja alles anpassen ungefähr. Die Life-Points, dass die Gebäude etwas mehr Schaden machen, das wird, glaube ich, alles auseinanderbringen. Ich hatte irgendwie in letzter Zeit so das Gefühl, dass sie das so nach und nach machen, weil sie haben jetzt beispielsweise hier von dem Bogenschützenturm, die den Schaden pro Sekunde erhöht. Das fällt ja mir jetzt auch viel schwieriger mit Only Bogenschützen, um eine Base sich da, sag ich mal, die 50% zu holen. Und auch jetzt hier der Luftfeger ist jetzt nicht vielleicht unbedingt so entscheidend für den Kobold King, weil der ja nur auf dem Boden ist. Aber ich denke schon, dass sowas auch in diesem Jahr noch kommen könnte, so ein Kobold King. Von dem her, ja, finde ich, dass er kommen könnte. Zumal sie ja auch wahrscheinlich jetzt noch neue Verteidigung rausbringen könnten und ja. Genau. Jo, ich hätte noch die Idee, ist eigentlich nur eine ganz kleine Idee, wenn man jetzt zum Beispiel hier auf Wiederholen drückt. Dann ist es ja so, dass man wieder auf den Pauseknopf drücken kann oder mehrfache Geschwindigkeit. Und ich hätte den Wunsch, dass man auch eventuell zurückspulen könnte, wenn man irgendwas verpasst hat, dass man dann nicht nach Hause muss und sich dann nochmal die Wiederholung anschauen muss. Den Pausenknopf hat Supercell ja auch erst später eingeführt. Ja. Ja. Okay, also das war dein Vorschlag? Ja, ist ja eine kleine Idee nur, aber... Ja, aber es ist auch, würde ich sagen, sehr hilfreich. Was noch eine Idee von mir wäre, ist, ihr seht ja hier in der Kaserne, da sind ja die ganzen Truppenplätze, sage ich mal,
also von den Truppen, die man mit Elixier kaufen kann, sind ja ausgeschöpft. Aber wenn man an die dunkle Kaserne geht, seht ihr es, da sind nur sechs, da gibt es bisher nur sechs dunkle Truppen und vier sind noch frei und da steht ja auch bald verfügbar, also wird wahrscheinlich noch in diesem Jahr eine neue dunkle Truppe kommen, was mich persönlich auch sehr freuen würde. Ich finde irgendwie so, die Standardtruppen in der Kaserne sind so, hier halt Barbaren und Bogenschützen und in der dunklen Kaserne sind halt, ist halt die Lakai und ich finde irgendwie, es könnte noch so eine dunkle Standardtruppe kommen, weil so hier beispielsweise der Lavahund und auch der Golem und so, das sind ja recht kostenspielige Truppen und die auch relativ lange dauern, um die auszubilden. Da finde ich, könnte auch noch sowas wie so ein Lakai kommen, halt nur ein anders, irgendwie so eine kleine dunkle Bodentruppe. Ja klar, ich weiß, was du meinst. Ja, ist so meine Meinung. Ja, also ich wäre auch der Meinung. Ja. Aber ist, glaube ich, eher unwahrscheinlich, dass die wieder was Billiges machen. Ja, weiß ich nicht, weil irgendwie... Naja, also wir können uns mal ja überraschen lassen. Ja klar. Ich hätte noch die Idee gehabt, dass Supercell eventuell irgendwann eine dunkle Zauberspruchfabrik einführen kann. Natürlich ist schwer umsetzbar, wird dann wahrscheinlich ab Rathaus Level 7 verfügbar sein, da man ja da schon das dunkle Lager haben kann. Und ja, dass dann eventuell ein paar dunkle Zaubersprüche gibt, wie genau die aussehen sollen, das kann ich mir noch nicht vorstellen, aber ich arbeite ja auch nicht bei Supercell und deswegen. Ja. Was so meine Idee wäre, neue Einzelspielermissionen. Hier, wenn man mal reinguckt, ja. Es gibt ja irgendwie momentan nur so, weiß ich nicht, 50, 60 Einzelspieler. 50, okay. Es gibt ja halt nur 50 Einzelspielermissionen. Und da denke ich, können sie auf jeden Fall noch mehr bringen. Das ist ja, weil die meisten Spieler, also die meisten von euch, denke ich mal, haben das jetzt hier schon zu Ende gespielt. Haben bei den meisten 3 Sterne geholt. Und ja, also ich finde es auch schön. Jo, genau. Was noch eine Idee von mir wäre, ist neue Hindernisse, sage ich mal. Also ihr seht ja hier Bäume oder so halt. Ich finde, es gibt jetzt halt diese Bäume, dann gibt es Stämme, dann gibt es Wurzeln oder... Nee, das Stämme ist es ja. Was gibt es noch? Büsche. Und sonst halt nichts. Also so Special-Ereignissen hier, beispielsweise der Halloween-Grabstein oder der Weihnachtsbaum, die fügen sie ja immer wieder ein. Das finde ich auch eigentlich relativ cool. Ja, genau. So ein Standardhindernis könnten sie wieder einfügen. Da wird die Base, sieht die vielleicht mal wieder so ein bisschen anders aus. Genau. Jo, ich würde dann sagen, das war's dann eigentlich mit der Folge, ne? Ja, würde ich auch sagen. Wenn ihr Ideen habt für kommende Updates oder auch wenn ihr euren Senf in den Kommentaren dazu ablassen wollt, wie ihr das alte Update fandet, dann tut das gerne. Und ihr seht's ja hier auch schon in unseren Kasernen. Wir bilden gerade von jeder Truppe eine jeweils aus. Ja, ich noch nicht. Ich bilde noch Bartsch aus. Ja, okay. Also ich mach's schon. Und hier in der Zauberspruchfabrik ebenso. Also die meisten von euch werden es wahrscheinlich schon wissen, was dann in der nächsten Folge kommen wird. Darauf könnt ihr euch auf jeden Fall auch schon mal freuen. Genau. Das Video kommt dann auch demnächst. Und dann bedanke ich mich meinerseits schon mal fürs Zuschauen. Und dann war's das für dieses Video. Ich bedanke mich fürs Zuschauen und wir sehen uns dann beim nächsten Video wieder. Bis zum nächsten Mal. Ciao. Ciao.